absolute Grundlage fürs Abitur. Bei solchen Gleichungen hier oben das x rausfinden. Wie gehen wir vor? Als erstes versuchen wir irgendwie dieses plus 7 hier wegzubekommen und rechnen deshalb auf beiden Seiten minus 7. Dann haben wir da stehen, Äquivalenzzeichen aufschreiben, e hoch 3x plus 7 fällt ja weg und 9 plus 7 sind 2. Jetzt wollen wir ja irgendwie dieses e hoch x nach unten bekommen, das heißt wir wenden auf beiden Seiten den ln an. Dann haben wir hier stehen, e und ln hebt sich quasi gegenseitig auf, es bleibt 3x stehen und hier ln von 2. Und jetzt müssen wir noch auf beiden Seiten dividiert durch 3 rechnen, damit wir die 3 hier vorne wegbekommen und kommen dann darauf, dass x gleich ln von 2 durch 3 ist. Und schon sind wir fertig. Mathe kann jeder, wir wollen es beweisen.